Geht es dir auch manchmal so, dass die Leute sagen, wow, das ist so stark, wie du mit der Situation umgehst? Und innerlich denkst du dir, nein, es fühlt sich einfach so schlimm an, es tut einfach so weh. Aber alle außen um dich herum sagen, du bist so stark, du schaffst das, wie du das machst, Wahnsinn, ich bewundere dich. Und drängen dich immer mehr unbewusst in die Rolle, dass du nicht zugibst, dass es schwer ist. Dass du nicht zugeben kannst, dass du das Gefühl hast, zusammenzubrechen. Und dass du gar nicht zugeben kannst, dass du vielleicht auch Hilfe brauchst, weil du das Gefühl hast, dein Umfeld erwartet von dir, dass du stark bist, dass du das Ganze so gut wuppst und du eigentlich eine ganz falsche Vorstellung von dem hast, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Meine Eltern haben zu mir auch immer gesagt, boah, die Kira, die ist so stark und die kriegt das alles hin und wie du das alles machst und wie du das hinkriegst und wie du das meisterst, das ist so großartig, wir bewundern dich dafür. Und natürlich wächst man da auch an dieser Bewunderung von außen, aber man wird auch in eine Rolle gedrängt, in der man immer versucht, natürlich dem Bild, was von einem erwartet wird, auch ja, zu entsprechen. Ich hatte da eine Situation, und zwar, ich weiß nicht, ob du dir schon meines über mich Seite durchgelesen hast oder den Podcast Nummer 10 gehört hast, wo es um mein Leben geht. Auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich am Ende meiner Ehe mein damaliger Mann und meine damals enge bis beste Freundin ineinander verliebt haben und das Ganze auch schon bereits vor der Trennung von mir und meinem Mann angefangen hat. Und sie mir immer den Glauben gelassen hat, sie kommt wegen mir, aber ganz im Inneren kam sie eigentlich, weil sie damals meinen Mann sehen wollte, fast jeden Tag zu mir nach Hause. Und das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Und ich habe dann von außen immer wieder gehört, Mensch, und es ist so toll, und du das alles hinkriegst und jetzt mit den zwei Kindern und dem, ja, dann Ex-Partner, der sich immer mit deiner Freundin triffst und du weißt das und du kriegst das mit und boah, das ist so toll, wie du das alles hinkriegst. Und ich dachte mir innerlich nur, um Gottes Willen, ich zerbreche, es tut so weh. Aber ich habe nach außen in den Schein gewahrt und gesagt, ja, ich bin stark. Und weil diese Bewunderung natürlich auch in dem Moment sehr gut tut. Aber es hat sich nie als stark angefühlt. Ich wurde von Anfang an, wurde mir eingeredet von meiner Familie, ich bin stark. Aber in Wirklichkeit bin ich belastbar. Dazu habe ich eine kleine Metapher mir ausgedacht, um dir das besser zu machen. Nehmen wir doch mal ein Pferd und ein Muli. Manchmal hinkt der Vergleich ein bisschen, aber ich glaube, wir können uns alle am besten was darunter vorstellen. Ein Pferd ist in meinen Augen stark. Ein Pferd, das kennt seine Grenzen. Wenn es den Sprung nicht schafft, dann verweigert es das Hindernis. Wenn es die Kutsche nicht ziehen kann, dann bleibt es stehen. Wenn es den Reiter nicht haben möchte, dann wirft es ihn ab. Also ein Pferd lässt sich auch nicht einfangen, wenn es wirklich nicht will. Ein Pferd ist unabhängig und es ist stark. Ein Muli, auf ein Muli kannst du alles draufpacken und draufpacken und draufpacken und draufpacken, der wird diesen Sack nie abschmeißen. Lieber brechen ihm irgendwann alle vier Füße, rutschen ihm zur Seite und er bricht zusammen, bevor er das Gewicht zum Beispiel abschmeißt. Und ein Muli, sprichwörtlich gesehen, sind da die Menschen, die in Depression fallen, die Burnout bekommen, die andere psychische Erkrankungen bekommen, indem sie einfach nicht mehr können, weil sie es nie gelernt haben, das Gewicht auf ihrem Rücken abzuschmeißen. Weil sie nie gelernt haben, auch mal zu verweigern, stehen zu bleiben, abzubuckeln. Und ich bin lange Zeit ein Muli gewesen. Und meine Eltern haben mir immer eingeredet, du bist ein Pferd, du bist ein Pferd, du bist stark. Und natürlich bin ich dann zu den Pferden auf die Koppel gegangen und habe mir die Pferde angeschaut, wie ihr Fell glänzt, wie majestätisch sie sich bewegen, wie ihre Mähne im Wind flattert, wie kraftvoll sie ihren ganzen Körper zum Ausdruck bringen. Und ich habe natürlich gedacht, ich gehöre dazu. Aber ich habe mich immer irgendwie fremd gefühlt, irgendwie fehl am Platz. Ich habe mich auch mit den Pferden nie austauschen können. Ich habe die Sprache der Pferde nicht verstanden. Wir konnten irgendwie nicht kommunizieren. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin zwar auf derselben Koppel mit denselben Tieren, aber irgendwie passe ich da nicht hin. Und die Pferde haben mich auch spüren lassen, dass ich da nicht hinpasse. Weil wenn du ein Muli bist, versuchst aber dich aufzuführen wie ein Pferd. Das ist total schwierig. Das ist für das Muli schwierig. Das ist aber auch für die Pferde schwierig, weil die lachen dich aus. Die sehen ja, dass du ein Muli bist. Du selber siehst das vielleicht nicht. Du denkst nur, boah, ich bin genauso schön wie alle anderen hier. Bist du aber nicht. Du bist anders. Und weißt du, das Gute daran ist, ein Muli muss nicht immer ein Muli bleiben. Vielleicht äußerlich, aber innerlich.
können wir sehr wohl uns vom Muli zum Pferd hin entwickeln. Aber dazu bedarf es erst einmal A, der Klarstellung, du bist ein Muli und du bist ein Pferd. Und dann kann man einem Muli beibringen, wie bewegen sich Pferde, wie sprechen Pferde, was machen Pferde, wie reagieren Pferde. Und nach fängt das Muli an, sich wie ein Pferd zu verhalten und dann auch die Sprache der Pferde zu sprechen. Und irgendwann steht ihr dann alle gemeinsam auf der Koppel und niemand wird erkennen, dass da eins davon kein Pferd ist, weil du gelernt hast, ein Pferd zu werden.